Katrin war 2,5 Jahre vegan und dann war eine Krankheit und sie hatte Stress in ihrem Beruf. Ja, und dann ist sie gescheitert. Dann war sie nicht mehr vegan. Hat wieder Käse gegessen. Ja, ist eine tragische Geschichte. Zumindest für die meisten von denjenigen Veganern, die so extrem dogmatisch sind. Oder ich sag gar nicht mal Veganern, sondern von Menschen. Weil Veganer, die dogmatisch sind, die sind meistens dann auch in anderen Bereichen dogmatisch. Das ist eine geistige Einstellung zu den Dingen. Und diese geistige Einstellung inkludiert eben ein gewisses Potenzial an Stress, was man sich macht, um sehr gut in dem zu werden, also nach der eigenen Vorstellung sehr gut, was man anstrebt. Man nennt das auch Perfektionismus. Aber kurioserweise ist im Bereich der Ernährung das auf einer ganz anderen Ebene als in Bereichen Abnehmen, Sport, Rauchen aufhören. Dort ist es tatsächlich so, wer zum Beispiel Rauchen aufhört, der bekommt von seinem Umfeld häufig zu hören, das finden wir richtig toll, dass du keine Schachtel mehr am Tag isst, rauchst, sondern eben nur noch 2 Zigaretten. Da bekommt er Anerkennung und sagt, das ist richtig gut. Wenn jemand abnimmt, dann finden die Leute sehr gut, hey, du lässt eine Mahlzeit am Tag aus, perfekt, wow, du bist total auf dem richtigen Weg. Beim Sport, wenn derjenige zwar jeden Tag Sport machen möchte, aber er macht es halt nur zweimal die Woche, hält das aber durch, konstant, dann sagt jeder, du machst jede Woche zweimal Sport, von dir können wir echt etwas lernen. Wenn jemand sagt, er möchte vegan werden und irgendwann mal auf irgendeinem Fest oder unter Stress mal irgendetwas isst, was ein Stück Fleisch ist, du bist kein Veganer mehr. Du bist gescheitert, du bist kein Veganer mehr. Das ist nicht 100% vegan. Das ist doch abstrus. Aber geht mal ehrlich in euer Umfeld und geht mal eher ehrlich in euren eigenen Geist. Wenn ihr euch gerne pflanzlich ernähren möchtet, und dann kommt der Tag, wo ihr vor den Dickmanns steht oder vor der Pizza mit Käse oder vor der Bratwurst und ihr esst dann an diesem Tag das, wonach euch gelüstet, was ganz normale Prozesse in unserem Gehirn sind, dass wir auf etwas Lust haben und dem nachgehen. Wir sind alle keine Asketen. In einem Land des Überflusses, in einer derartigen Luxusgesellschaft, wo selbst die Ärmsten der Armen in einem Lebensstandard leben, der ein Kaiser vor 500 Jahren nicht vergönnt war, dass wir da den Genuss in uns tragen, in Form von neurologischen Netzen, das ist normal. Und dass, wenn wir dann mal eine Bratwurst essen, ja, dann ist man halt kein hundertprozentiger Veganer mehr. Ja, okay, aber wen interessiert das? Es geht auch darum, wir wollen unsere Gesundheit boosten, wir wollen für die Tiere etwas tun und wir wollen für unseren Planeten, für unsere Erde etwas tun. Und da geht es nun mal, das ist ein Prozess. Und wenn sich Persönlichkeiten verändern, wenn man seine Persönlichkeit verändern möchte, dann ist das meistens ein Prozess. Wenn sich Dinge transformieren, das sehen wir in den Jahreszeiten, aber auch Menschen, dann ist das immer ein Prozess. Warum denken die Menschen, weil sie sich jetzt pflanzlich ernähren wollen, weil das jetzt ihre Maxime ist, dass sie ein Versager sind, weil sie mal irgendwas nicht Veganes gegessen haben? Es ist totaler Unsinn. Und davon sollten wir uns alle befreien. Wir sollten uns davor befreien, uns schlecht zu fühlen, wenn wir etwas nicht Veganes essen, weil wir darauf Lust haben. Wenn es Menschen gibt, die wunderbar damit leben können und keine Lust auf Dinge haben, die nicht vegan sind und sich persönlich selber auch da ja nicht kasteien, wenn sie denn mal was nicht Veganes essen, wunderbar. Die Gruppe spreche ich nicht an. Ich spreche die Menschen an, die gerne vegan leben möchten, wo aber sie selber einen großen Anspruch an sich haben und als auch die Umgebung und dann sich schlecht fühlen, wenn sie nicht vegan essen. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz gewichtigen Punkt, wo ich mir relativ sicher bin, dass die kritischen Kommentare, die jetzt vielleicht auf das Video kommen, das Folgende nicht verstanden haben. Oder es einfach nicht gehört haben, weil viele schauen noch 2-3 Minuten zu und sind jetzt quasi schon wieder aus dem Rennen und hinterlassen trotzdem einen kritischen Kommentar, sehen die Überschrift und ja, wobei ich noch gar nicht weiß, wie ich die Überschrift gestalte. Es geht darum,
Natürlich ist es wichtig, das Ziel vor Augen zu haben und dieses Ziel auch, ja, das also, ich sage wichtig, je nachdem, ökologisch, wer jetzt ökologisch motivierter Veganer ist, ethisch, wer ethisch motivierter Veganer ist, oder Gesundheit, wer gesundheitlich motivierter Veganer ist. Meistens ist das sowieso eine Mischform. Aber natürlich ist es wichtig, das Ziel vor Augen zu haben und nicht zu lax damit umzugehen. Aber man dient dem Ziel eben nicht nur dann, wenn man 100% von etwas ist. Sondern man dient dem Ziel, wenn man das Ziel nicht aus dem Auge verliert. Und das passiert nämlich genau dann. Das passiert nämlich genau dann, wenn ein Mensch, der motiviert ist, vegan zu werden, der sich pflanzlich ernähren möchte, der sich zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen eben den tierischen Produkten entsagt und dann doch mal das isst und sich dann als Versager fühlt, dass er denkt, ich hab's nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, ich gehe wieder zu meinem alten Muster zurück. Weil die Gesellschaft, insbesondere die vegane Gesellschaft, ihn dann stigmatisiert und sagt, du gehörst nicht mehr zu uns. Das ist das Problem. Dass wir nicht einfach sagen können, okay, da habe ich halt mal was nicht Veganes gegessen und dann esse ich eben wieder weiter. Also ich verliere das Ziel nicht aus dem Auge, ich fühle mich nicht schlecht deshalb. Ich fühle mich nicht schlecht deshalb. Und bitte lasst euch nicht einreden, wenn ihr für euch persönlich das Ziel formuliert habt, ihr wollt euch pflanzlicher ernähren, ihr wollt euch etwas gesünder ernähren, dass dann irgendjemand um die Ecke geschissen kommt, mit dem Finger auf euch zeigt, wenn ihr gerade mal eine Bratwurst esst oder Fleisch esst und sagt, das ist schlimm, das geht nicht und da. Lasst das außen vor. Das gibt's in jedem Bereich. Das gibt's in jedem Bereich. Egal, wo eure Interessen sind, in welchem Hobby oder in welchem Berufsfeld oder in welcher Ernährung oder in der spirituellen Sicht. Es gibt immer Extremisten und diese Extremisten, das sind die lautesten von allen und das sind oftmals die, die ein Bild prägen. Und in der veganen Ernährung ist es leider heutzutage so, dass diese Extremisten dieses Bild geprägt haben. Der Veganer, der wird jetzt immer weniger, weil Menschen wie ich und Menschen wie auch andere YouTuber auch immer mehr zu etwas Toleranz werben, der wird trotzdem noch als Extremist wahrgenommen. Es gibt Menschen, die hören das Wort vegan und bei denen ist sofort Alarm. Alarm! Jetzt ist Krieg! Das ist total unnötig! Jeder will gesünder werden. Jeder, fast jeder, möchte, dass Tiere weniger leiden und jeder möchte möglichst für seine Kinder eben einen besseren Planeten hinterlassen. So, und es ist für uns alle bewusst, wie das funktioniert. Also ein Weg, natürlich ist es pflanzlicher zu ernähren. Und jeder würde das sofort unterschreiben. Aber es ist für jeden nicht möglich. So lass doch den Leuten Raum und vor allem du, der das Video guckt, lass dir Raum. Lass dir einfach ein bisschen Raum, ein bisschen Toleranz. Freu dich von mir aus an deinem Käse auf der Pizza. Freu dich an deiner Bratwurst. So, freu dich, dass du nur noch eine Bratwurst isst, statt dass du in jeder Mittagspause die Bratwurst gegessen hast. Ne? Freu dich daran, an diesen Schritten. Und mir ist vollkommen bewusst, auch in diesem Kommentar, also in diesem Video, das sagte ich ja schon, wird Kritik kommen. Aber das ist okay, das ist vollkommen okay. Die Menschen sind, wie sie sind. Und mir persönlich ist ein dogmatischer Veganer immer noch lieber, weil er diese Welt immer noch ein Stück besser macht, als jemand, der ja, wirklich bedenkenlos, unbewusst tierische Produkte isst. Also von daher kann ich auch ganz gut mit der Kritik leben. Ich bin ja bei vielen Themenbereichen innerhalb der Spiritualität, der Ernährung, auch der Wissenschaft irgendwie immer so zwischen den Fronten. Ihr seht das ja oft bei meinen Videos, meine Diskussionen oder generell könnt ihr euch das sicherlich vorstellen, dass ich meistens so eine Mittelposition einnehme, eben weil ich aus meiner bisherigen Lebenserfahrung oft realisiert habe, dass die goldene Mitte genau das ist, was den höchsten Erfolg hat, was das Richtige, in Anführungsstrichen, ja, bedeutet. Und von daher, ja, vielleicht ein bisschen unpopulär. Aber wenn ihr euch dadurch angesprochen fühlt, wenn ihr euch von dem Video angesprochen fühlt, dann seid ihr auf einem richtig, richtig guten Weg. Dann lasst ihr euch nicht beeinflussen von diesen Extremgruppen. Ja? Von den ganz überzeugten Fleischessern, die halt sagen, die Veganer sind alle blöd und das stimmt überhaupt nicht mit der Gesundheit, weil da gibt es irgendwo eine Studie, da steht, Cholesterin ist doch gar nicht schädlich und so.
Und dann gibt es halt eben die andere Gruppe, die extremen Veganer, die ja, sagen, alle, die ein Gramm von irgendwelchen tierischen Sachen essen, die sind unbewusst und das sind die schlimmsten Personen überhaupt und steinigt ihn und werft ihn Puschen zu Poten. Also, ja, Toleranz, Liebe, die goldene Mitte und ihr werdet zufrieden, weil ihr werdet auch stressfrei in eurem Kopf. Alles Liebe und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.